Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine offene Runde, eine freie Themensendung heute Nacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch hier bei uns 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sascha. Sascha ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sascha, grüß dich. Ja. Um was geht's? Erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Und du bist unter unseren Fahrern erstmal Kult. Du bist Fernfahrer, Kraftfahrer, LKW-Fahrer. Kraftfahrer, ja, in der Nachtschicht, ja, ja. Ah, wo bist du gerade? Auf der A7 unterwegs, Richtung Heimat. Wo ist hier Heimat? Die Heimat ist Bielefeld. Bielefeld, ah ja. Jawohl. Sascha, um was geht's? Und zwar geht's bei mir darum, ich habe eine Beziehung mit einer verheirateten Frau. Ja. Bist du selbst auch verheiratet? Nicht mehr, ich bin geschieden mittlerweile. Ja. Seit einem Jahr. Wie lange läuft denn diese Beziehung mit der verheirateten Frau schon? Seit letztes Jahr im März. Ah ja, also ein gutes Jahr schon. Ja, ja, und das vor allem, das fing vor denen ihrer Hochzeit noch an. Ach, das fing vor deren Hochzeit noch an? Ja, ja, genau. Was ist denn mit der Frau denn los, dass sie sich auf einen anderen Mann einlässt und dann wiederum ihren Typ heiratet? Ja, das weiß sie, das wusste sie, sie zu dem Zeitpunkt selber nicht. Weiß sie es heute? Nö. Nö. Nicht wirklich. Was mit ihr da los war. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Beziehung? Beschreib die mal, erklär die mal. Zwischen uns jetzt? Ja. Also, wir führen eine wirkliche Liebesbeziehung. Eine wirkliche Liebesbeziehung? Ja. Also genau. Keine Sexaffäre, sondern es geht ums Herz auch. Ja, klar. Mhm. Am Anfang war es für uns beide wirklich nur ein Abenteuer. Mhm. Da ist dann nur mehr draus geworden. Was ich dazu sagen muss, wir kennen uns nun schon seit der Schulzeit, seit der 5. Klasse. Ach so, eine ganz alte Bekanntschaft. Ja, wir haben uns durch Zufall wieder getroffen wegen dem Klassentreffen eigentlich. Ach, das ist ja lustig. Das ist durch das Klassentreffen dann... Nee, wir wollten das organisieren, das Klassentreffen. Das ist ja verrückt. Und da seid ihr aufeinander gestoßen und habt euch beschnuppert und habt gedacht, na, gar nicht so schlecht. Ja, genau. Wie oft seht ihr euch? Täglich. Täglich? Ja. Ich gehe davon aus, dass sie mit ihrem Mann zusammen wohnt. Ja. Wie funktioniert das, wenn ihr euch dann täglich... Ja, ich habe ja nun Nachtschicht, habe eigentlich relativ früh Feierabend immer. Ja, was heißt früh? 3 Uhr, zwischen 3 und 4. Nachts dann? Ja, ja, nachts. Ja. Und meistens stehe ich so zwischen 9 und 10 auf und fahre dann zu ihr hin. Dann ist ihr Mann wiederum auf der Arbeit. Genau. Und ich bin dann halt da, bis er nach Hause kommt. Das sind ja Zustände, Mensch. Ja, ja. Er weiß, ich gehe davon aus, dass er nichts weiß davon. Er hat eine SMS von mir gelesen, die ich ihr geschrieben habe. Was stand in dieser SMS drin? Dass wir haben uns halt gute Nacht gewünscht. Mhm. Dann zum Schluss halt, ne, dass ich liebe dich, halt dieses ganz normale, was man dann so... Also ich liebe dich stand da schon drin? Ja, klar. Wie hat der reagiert? Ich habe ihn noch zusammen weggebracht zum Freund, weil er das Wochenende beim Freund verbracht hatte. Ach, du kennst ihn auch so gut, dass du ihn wegbringst? Ich habe ihn durch sie kennengelernt halt. Ach so, du besuchst sie auch, wenn er da ist? Jetzt, mittlerweile darf ich es ja nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr, aber vorher war das so? Ja, klar. Dann hast du die beiden besucht und da lief aber schon eine heimliche Affäre mit der Frau. Ja. Das ist aber abgebrüht. Das ist schrecklich, oder? Ja, natürlich. Ja. Also mittlerweile lässt mich das auch alles nicht mehr so kalt. Das geht mir mittlerweile ziemlich an die Nerven. Also, der hat das denn kapiert? Hat der richtig das Ausmaß schon verstanden, was da abgeht zwischen dir und seiner Frau? Ich denke mal, so blöde kann er eigentlich nicht sein, dass er es nicht kapiert hat. Hat er sie denn nicht in die Ecke gedrängt und dass sie spricht? Das weiß ich nicht genau. Das hat sie mir auch jetzt nicht irgendwie so hundertprozentig gesagt oder so. Die haben wirklich miteinander noch drüber geredet. Ja. Und dann will er wollte ja eigentlich den Kontakt mit mir komplett untersagen. Mhm. Sie hat aber gesagt, das wird sie sich niemals nehmen lassen. Was sind das denn da für Zustände? Was ist denn das für eine Ehe, die miteinander führen? Ich sag's mal so, eine sehr gute, ja, was heißt, ihre Mutter hat das auch gesagt, die führen keine Ehe, keine Beziehung, nicht mal eine Freundschaft. Die führen nicht mal eine Freundschaft? Nein. Und warum ist deine Freundin dann mit diesem Mann zusammen? Das weiß ich nicht. Ja, hör mal.
Sascha, Mensch. Sie sagt ja auch, du bist ein Jahr mit dieser Frau eng verbandelt. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht nur im Bett hängt und Sex miteinander habt, sondern dass ihr auch mal ein Wort miteinander redet. Ja, da kommt noch einiges dazu. Sie ist nämlich jetzt auch schwanger. Von wem? Sie meint, das wäre von ihm, aber ich wäre nicht ganz ausgeschlossen. Das heißt, die haben auch noch Sex miteinander? Gehabt, ja. Dennoch, nochmal meine Frage. Ja. Wieso fragst du sie nicht, was da los ist, warum sie mit diesem Mann zusammen ist? Ich habe sie schon oft genug gefragt, wieso, warum sie sich nicht trennt. Und dann? Sie sagt, sie hat den passenden Zeitpunkt noch nicht gefunden. Ach, das ist doch alles Unsinn. Sie hat mir ja natürlich heute definitiv gesagt, sie wird sich spätestens in 2 Monaten trennen. Sascha, wie du mir das jetzt geschrieben hast, ja, ist das ein solcher Quatsch, was deine Freundin erzählt. Wenn die, wie du es mir beschrieben hast, wenn das nicht mal eine Freundschaft ist, was die miteinander haben, sagt sie das eigentlich auch so? Wie bitte? Sagt sie das auch so, dass es nicht, sie sagt auch, dass es nicht mal eine Freundschaft. Ja. Und sie sagt auch genauso, sie weiß genau, dass es ihr mit mir viel besser gehen würde, wie mit ihm. So, dann wäre ich an deiner Stelle irre provoziert und wäre im Zorn. Ich bin auch stinkig. Ich würde dir sagen, Mensch, was willst du denn dann bei dem? Was soll das ganze Theater? Lass uns zusammen sein. Ja, ich weiß nicht, ob sie das wegen ihrem Kind, was sie schon zusammen haben, macht oder so. Ach, die haben schon ein Kind zusammen? Ja, einen 3-Jährigen. Ja. Ja, aber auch das ist keine Begründung, so eine verlogene Geschichte da aufrechtzuerhalten. Ich finde auch, dass du jetzt da ein bisschen die Zügel straffer ziehen musst. Das habe ich auch schon getan. Aber so, dass die junge Dame, wie alt ist denn die junge Dame? Ein Jahr jünger. So, dass die junge Dame halt jetzt auch mal ein bisschen Tacheles bekennt und sagt, was los ist. Ja, klar. Was soll das? Was soll das Ganze? Sie hat ja auch nun gestern und heute nochmal definitiv zu mir gesagt. Und das war in so einem ernsten Ton, sie will die Trennung. So, dann jetzt Butter bei die Fische. Wann? Nächste Woche oder was? Nein. Sie hat gesagt, sie hat mich vorhin angerufen, hat mich noch einen großen Gefallen gebeten, dass ich ihr bitte 3 Monate Zeit gebe. Nochmal 3 Monate? Ja. Wegen dem Kind, was jetzt halt unterwegs ist, wegen dem Stress und so. Ja, aber da müsste man ja erstmal abklären, wer der Vater ist. Das kann man dann ja hinterher erst. Das kann man hinterher erst, ja. Das kann sie nicht rekonstruieren. Also sie hatte zu der Zeit auch noch Sex mit ihrem Mann. Ja. Und mit dir. Ja. Und mit beiden hat sie ungeschützten Sex. Ja, anfangs hatten wir geschützten Sex gehabt. Mhm. Und mittlerweile, weil sie sagte auch, sie wünscht sich ein Kind, aber von mir. Aber da verstehe ich dich auch nicht, Sascha, dass du dich darauf eingelassen hast, solange die Verhältnisse noch nicht geklärt waren. Ich weiß es. Du weißt, dass du da auch dich ein bisschen reingeritten hast in die Sache. Ja, klar. Ja, sehe ich auch so. Ja, umso wichtiger, dass du jetzt klare Positionen ergreifst. Ja, natürlich. Gut, 3 Monate. Ja, okay. Wenn sie jetzt 3 Monate will und sie schiebt die Kinder mal wieder vor. Oder ja, was? Ja gut, der Kleine ist nicht mal so. Wie gesagt, die müsste sich jetzt halt nur nicht den Stress antun. Okay. Wegen der Schwangerschaft jetzt alles, weil okay, sie halt akzeptiert. Angst hat, dass das passieren könnte. Akzeptiert. Das heißt, in 3 Monaten ist die Schwangerschaft beendet. Da ist halt dieses Risiko, was sie mir erklärt hat, dieses Risiko wegen Stress und alles, ist dann nicht mehr ganz so hoch. Okay. Das will man dann mal so akzeptieren. Das ist jetzt, dann kann es jetzt auch noch 3 Monate dauern. Ja. Aber dann muss wirklich alles geklärt werden danach. Das will ich hoffen, weil ich gehe mittlerweile auf den Zahnfleisch. Ja, das verstehe ich. Ich würde dann an deiner Stelle auch ganz radikal sein. Wenn das dann nicht funktioniert, dann ist aber auch Schluss. Und dann muss auch geklärt werden, wer der Vater ist. Und das muss ordentlich eingefädelt werden, Betreuung und weiß ich was alles. Aber dann ist es keine Liebesbeziehung mehr. Dann hält sie dich zum Narren. Ja. Ja, finde ich. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ja. Ich schlafe seit Tagen nicht mehr vernünftig. Das Essen, das vergesse ich schon teilweise. Du hast das zu lange so laufen lassen. Ja, ich weiß. Ne? Ich weiß. Und jetzt sitzt du natürlich so ein bisschen in der Zwickmühle mit diesen 3 Monaten und ihrer Schwangerschaft. Ja, da kann man natürlich jetzt nicht viel gegen sagen. Ist mir auch klar. Das heißt, das musst du dann auch irgendwie aushalten, die paar Monate. Das ist es mir auch wert. Ich habe es jetzt dieses Jahr schon ausgehalten. Jetzt werde ich die 3 Monate auch noch schaffen. Ja, genau. Ja. Ja, mehr kann man gar nicht sagen, Sascha. Aber danach, danach muss es klar zugehen. Aber ja, ganz natürlich. Klar, finde ich. Mhm. Natürlich. Wünschst du, dass das Kind von dir ist? Ja, ne? Ja. Ja. Du wünschst, dass das Kind von dir ist und du wünschst dir, dass du mit dieser Frau dann zusammenleben wirst. Ja, natürlich. Und du akzeptierst auch das andere Kind. Da werde ich keinen Unterschied machen. Ich werde es genauso lieben, als wäre es mein eigenes. Das ist ein gutes Wort.
Das mache ich mit dem jetzigen, mit dem Kleinen aus. Ja, genau, ja. Sie sagt, ich behandle das ja schon besser wie der eigene Vater. Dann wünsche ich sehr, dass sich die Dinge so fügen, dass es gut wird. Und das dass es aus dieser Lügenverstrickung herauskommt, alles. Das hoffe ich. Alles Gute und grüß die Kollegen von mir, Sascha. Wunderbar, werde ich machen. Ich bedanke mich. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr das ja gerne. Dann müsst ihr nur anrufen, 0800, kostenfrei, 0800 220 50 50. Hier ist Pia. Pia ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Pia. Was ist dein Thema? Ich habe oft deine Sendung gesehen und ich habe eigentlich fast alles erlebt, was die Leute da erzählen. Also die ganz, ganz schlimmen Sachen, die ich immer verfolgt habe. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber gestern habe ich mit jemand von euch gesprochen, hat die mich also heute zurückrufen. Und es ging damals, jetzt gestern bei euch, um Abtreibung in der Sendung. Also da hat ein Mann erzählt, er hätte ein missbrauchtes Mädchen oder Frau gehabt und die hätte auch eine Abtreibung gehabt. Und dann fiel mir natürlich wieder alles Mögliche ein. Und also ich habe auch mal eine Abtreibung gemacht, da war ich aber erst 14 und wurde knapp 15. Und weil ich ja schon etwas älter bin, war das damals illegal, ne? Hm. Wie kam es denn zu dieser, wie kam es zu der Schwangerschaft und wie kam es dann zu der Abtreibung? Also ich bin mit 9 Jahren missbraucht worden von meinem Stiefvater. Mhm. Und von dem habe ich auch meine Kinder und damals die Abtreibung, das waren alles seine Kinder. Und oh ja, eins an dem anderen. Du bist von dem Stiefvater mit 9 Jahren sexuell missbraucht worden. Ja, erst nicht richtig missbraucht, mit 12 sexuell und mit 9 Jahren, also hat er sich an mich rangemacht, ne? Mhm. Also ist kein Geschlechtsverkehr gewesen, sondern der hat sich an mich rangemacht, da muss ich aber jetzt nicht unbedingt näher drauf eingehen. Nee, natürlich nicht. Da lebte der Stiefvater in eurer Familie so? Ja, richtig, und mit meiner Mutter. Mit der Mutter. Und du warst das einzige Kind in der Familie? Nein, ich hatte noch eine Schwester, eine weibliche. Älter oder jünger? Jünger. Jünger. Und er hat mit meiner Mutter auch Kinder, mehrere. Mhm. Kinder. So. Dann bist du mit 14 Jahren schwanger geworden von deinem Stiefvater? Richtig, ja. Und alles lief natürlich absolut heimlich, vermute ich mal. Ja, ich habe meiner Mutter früher mal davon erzählt, da war ich 10 Jahre alt und er hat halt damals abgestritten, aber der war immer da und die hat mich auch allein mit ihm gelassen. Also, du hast es der Mutter erzählt, ja. Er hat es abgestritten und dann hat die Mutter gesagt, naja, okay, dann lügt das Kind. Nee, die hat das eigentlich nicht gesagt, dass ich lüge, sondern die hatten furchtbaren Streit immer, die hatten eigentlich immer Streit, die haben sich geschlagen, blutig und Theater ohne Ende, es war also ganz, ganz schlimm. Hat sie es ihm denn geglaubt oder nicht geglaubt? Sie muss ihm das geglaubt haben. Ich weiß nicht, warum das heute so ist. Ich kann das bis heute nicht sagen, warum. Also nachdem du das gesagt hattest, hat sich nichts geändert? Eigentlich nicht viel. Dann bist du von ihm schwanger geworden? Ja. Hat deine Mutter das mitbekommen? Ja klar, ich habe ja keinen Freund gehabt. Da war ja mein erster Mann. Ja. Ich hatte ja gar keinen anderen Freund vorher. Das heißt, die Mutter wusste, der Vater ist ihr Mann. Ja, da war die schon geschieden. Die hat inzwischen nicht noch geheiratet. Also da waren die beiden aber noch zusammen? Ja, der war da noch bei uns, ja. Mhm. Mhm. So, wo ist die Abtreibung vorgenommen worden? Du bist 48, das ist lange her. Da gab es das. Da gab es den Paragraph 218 noch in Deutschland. Ja, genau. Ich bin morgens auf die Toilette gegangen an dem Tag, dann wollten wir nach Holland fahren. Und da war die Unterschrift eines Elternteils haben muss, da hat seine Mutter, die jetzt tot ist, hat die Unterschrift gefälscht, weil die dieselben Anfangsinitialen wie meine Mutter hatte. Mhm. So, ja, dann hat die einfach nur den Nachnamen ausgeschrieben und vorher den Vornamen, der gleich lautete als Anfangsbuchstabe meiner Mutter. Mhm. So, und dann bin ich in die Klinik gekommen und ich wollte da nicht reingehen. Du bist mit ihm dann dahin gefahren? Ja. Mhm. Und ich wollte aber nicht reingehen. Ich habe geheult, gebettelt, ich wollte nicht da rein. Ja. Und er hat mich da reingeschleppt. Und dann saß der schön gemütlich vorne und hat sein Bierchen getrunken und ich musste da reingehen und lag auf dem Tisch. Mhm. Und früher war das, ich glaube, heute ist das mit Narkose, früher war das aber nicht so. Ich habe alles erlebt, mit der Schere da rein, das Abpumpen vom Bauch. Mhm. Ich das ging rauf und runter, das war ein Albtraum. Die haben mir so einen Lappen übers Gesicht gelegt, weil ich immer am Weinen war. Mhm. Ja, und für mich ist das sehr, sehr schlimm gewesen, alles, was ich erlebt habe. So, Moment mal. Und dann, also deine Mutter hatte ja mitbekommen, dass du schwanger warst. Ja, ich bin morgens auf die Toilette gegangen, weil wir sehr früh weg mussten. Ja. Und ich habe die Toilette nicht abgezogen, weil ich gedacht habe, da wird jemand wach in der Wohnung. Mhm. Ja, meine Mutter war ja nicht blöd und hat dann natürlich einen Test geholt, so einen Schwangerschaftstest. Ach so.
Ja, und die hat natürlich den Urin dann genommen. Und wie ich dann abends wieder kam, da stand die da mit einer Nachbarin. Die stand auch in der Wohnung. Wie kam die denn auf die Idee, überhaupt den Schwangerschaftstest zu machen? Weil sie das vermutete. Ach so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat es dann rausgekriegt, dass du von ihrem Mann schwanger warst. Ja. Und da, was hat sie da gemacht? Ja, dann hat der hat den angezeigt. Die wollte den ja immer anzeigen. Aber ich habe ja immer meinen Mund gehalten, weil er mir, wenn ich auf die Kripo musste, immer vorher gesagt hat, was ich erzählen muss. Okay, dann ist er angezeigt worden, endlich. Ja, genau. Deine Mutter hat sich von ihm getrennt? Nein, der ist angezeigt worden, dann hat die Kripo mich verhaftet, damals auf der Straße. Dich? Ja, mich. Als 14-jähriges Mädchen? Ja, genau, mit Händen am Rücken und Handschellen und mich ins Auto gesetzt. Was ist aus der ganzen Sache geworden? Ja, ich habe den geheiratet. Später, als ich 18 war. Ja, jetzt guck nicht so, ich sehe dich. Ach. Ich hoffe nicht, dass jemand mich hört. Stopp mal eben, nochmal, bevor wir jetzt darauf kommen, das haut mich jetzt um. Aber ja, ich hatte die Frage. Moment, die Frage war eigentlich anders gemeint. Was ist daraus geworden, als du wurdest verhaftet, wurde angezeigt? Ja, was ist daraus geworden? Ich bin ins Krankenhaus geschleppt. Ja? Und dann sollte ich mich untersuchen lassen. Und ich wollte mich aber nicht untersuchen lassen. Aber ich wollte nicht deswegen, um ihn nicht zu überführen, weil ich das nicht wollte. Weil ich war ja auch 14. Ich war ja noch nie beim Frauenarzt richtig und was ist aus der geschämt. Was ist aus der Anzeige geworden? Ja, ich habe den Mund gehalten. Das heißt, die Mutter hat ihn angezeigt und du hast den Mund gehalten. Und er ist ungestraft davon gekommen? Ja, immer. Und dann hast du diesen Mann geheiratet? Ja. Mit 18? Ja, ich war ja verschwägert mit ihm, weil meine Mutter war ja vorher mit ihm verheiratet. Und dann sind wir später auf... Ich habe ja zwei Kinder. Und du hast zwei Kinder und die beiden Kinder sind auch von deinem ehemaligen Stiefvater? Ja. Der dich früher jahrelang als Kind missbraucht hat? Ja, und geschlagen und schikaniert und geprügelt und gewürgt und alles. Bist du heute mit diesem Mann noch zusammen? Nein. Wie lange nicht mehr? Seit 2002. Ich bin aber vorher auch schon mal... Das heißt, du warst sehr lange mit ihm zusammen? Ja, nicht immer. Ich wollte immer von dem weg. Ich bin immer abgehauen. Ich habe also nicht nur einen Mann gehabt. Ich habe auch andere Männer mal gehabt, aber nie mit jemandem zusammengelebt. Sondern ich hatte den Geschlechtsverkehr auch mal mit anderen. Nicht viele, aber so 5, 6 Stück. Pia, nun würde natürlich jeder, wie du es wahrscheinlich auch schon oft als Reaktion mitbekommen hast, jeder fragen, wie ist denn das möglich? Wie kann man den eigenen Peiniger heiraten? Ich habe meinen eigenen Peiniger geheiratet, weil ich... Kannst du es erklären? Nein, ich weiß das nicht. Also wenn ich sowas erzähle, ich habe mich deswegen auch nicht getraut anzurufen, weil alle immer sagen, ich wäre asozial. Das ist asozial. Ich bin nicht asozial, Leute, die mich kennen, wissen das. Aber das, was ich erzähle, ist asozial und der Mensch ist asozial, der das gemacht hat. Soll ich immer eben was sagen? Ja, natürlich, ist der Mensch asozial, der das getan hat. Das wollen wir dick mal unterstreichen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Es ist ja so sehr viel zu lesen im Moment und in den letzten Wochen über den Fall in Emstetten, Emstetten in Österreich. Ja. Und da fiel mir ein Satz von einem Psychiater, einem Psychologen auf, der beschrieb, dass da ist ja etwas unfassbar Schlimmes vorgefallen. Ja, das ist noch schlimmer. Das ist also noch schlimmer. Aber der gleicht meinem Mann im Aussehen, wenn er älter ist. Der sieht auch so aus. Ja, und da sagte dieser Psychiater, dass dennoch eine enge Bindung zwischen dem Täter und dem Opfer entstanden ist. Ja, es ist eine enge Bindung, weil ich den als meinen Vater, ich habe ihn ja früher eigentlich als Onkel genannt, weil eigentlich ist er verwandt mit mir. Von meinem Vater ist das der Cousin, deswegen kam der in unsere Familie. Der ist mit mir verwandt, das ist mein Großcousin. Und das Schlimme ist nur, man kann das mit nichts vergleichen. Ich wollte das eigentlich nie, aber ich kam nie von dem weg. Für mich war das wie so eine Macht, so eine fremde Macht. Und ich bin ja nicht blöd. Ich habe auch Bildung nachgeholt, alles, was er mir genommen hat. Also Pia, mich erschüttert, dass du nicht von ihm loskommen konntest. Mich erschüttert nicht, dass du das getan hast, weil ich erahne, was du gerade gesagt hast. Du hast es gut ausgedrückt. Es war eine Macht. Das ist eine Macht. Eine große Macht. Immer noch. Und dieser Mann hat ja diese Macht in dich reingepflanzt. Ja, von Anfang an. Von Anfang an, genau. Und dass es dann zu einem solch im ersten Moment völlig wahnsinnigen Verhalten kommt, kann ich in ferner Weise erahnen, verstehen, nachvollziehen kann man es nicht, kann ich das nicht, aber ich kann es erahnen. Mich versteht keiner, ich gehe zurück von Therapie, ich lache die alle aus, ich finde das alles so unlogisch, was die mir erzählen, da liegt das eigentlich gar nicht dran. Ich habe eben deinem Kollegen gesagt, die Juden früher haben sich ja viel gefallen lassen, die waren ja ganz viele und alle sind durch dieses Elend gegangen und keiner hat sich aufgelehnt und so eine Macht war das für mich.
Ja, den Vergleich wollen wir jetzt mal nicht so stehen lassen. Das war noch eine ganz andere Zeit, da stand was Politisches hinter. Und das ist richtig, aber weißt du, es gibt ja so Mächte und die beherrschen dich dein ganzes Leben und man lehnt sich nicht dagegen auf. Mir fällt jetzt nichts anderes ein, weil die Menschen müssen sich furchtbar gefühlt haben und die haben sich nicht wehren können, nicht wie in der Politik jetzt, sondern als die einzelnen Menschen, die da sind. Weißt du, man kann sich nicht dagegen wehren. Die hätten ja alle aufstehen können. Ich bin auch nicht aufgestanden. Ja. Ich habe alles durchgezogen und alles legitimiert und habe gedacht, jetzt musst du das zu Ende bringen, weil sonst steht es ja noch schlechter um die. Ja, und sagen wir mal, ich will das mal feststellen. Lass uns diesen Vergleich mal zur Seite schieben. Also die Juden im KZ oder im Ghetto konnten nicht aufstehen und sich wehren. Das war. Lass uns den Vergleich einfach zur Seite legen. Das passt nicht so recht. Ich verstehe, was du meinst und ich respektiere das, was du sagst, auf deine Person bezogen absolut, Pia. Heißt das, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, heißt das, dass du sehr viele Therapien, psychotherapeutische, psychiatrische Behandlung schon... Ja, habe ich angefangen immer. Und nie richtig... Noch eine habe ich zu Ende gemacht, aber ich habe mir immer totgelacht. Deswegen, was wollen die alle von mir? Die verstehen mich da alle gar nicht. Hast du das Gefühl gehabt, dass die, auch dass ein Psychologe, ein Psychiater, der sich damit beschäftigt, dass die das nicht verstehen? Nein, die verstehen das nicht. Ich gehe nicht zum Arzt, kriege ich meine Pillen und dann, ja, sie schaffen das schon. Auf die Schulter geklopft und dann werde ich rausgeschickt. Und ich bin letztens sehr krank geworden auch. Hast du den Eindruck, dass die Psychologen oder Psychiater dir sogar eine Mitschuld geben? Ja, andere geben mir Mitschuld. Andere, weil ich sehr große Probleme mit meiner Tochter habe. Die geben mir Mitschuld. Weil ich bin nicht von dem Mann weggekommen und ich wollte immer eine Familie haben. Und das Schlimme ist, ich habe Krebs bekommen, ja. Und ich hasse den Mann noch niemals dafür. Ich bin sogar unglücklich traurig gewesen, weil er seine Freundin jetzt seine Freundin hat ihn verlassen. Eine tiefgründige Abhängigkeit. Eine pathologische Abhängigkeit. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Mir konnte nie jemand sagen, was das ist. Das kann keine Liebe sein, sowas ist doch keine Liebe. Nein, natürlich nicht. Das ist eine krankhafte Abhängigkeit. Ich sage immer, ich bin krank, aber ich kann auch mit keinem Mann mehr schlafen. Ich habe keine sexuellen Gefühle mehr. Ich dachte, das kommt von der Operation. Ich habe schon mal einen Frauenarzt gefragt, irgendwas stimmt oder nicht. Ich tue alles wegschieben. Ich kann keine schöne Musik mehr hören. Wenn ich jedes Gefühl an mir ranlasse, falle ich in so ein Loch, dann möchte ich sterben. Also, ich nehme das sehr ernst. Und ich bin sicher, meine Psychologin auch, die im Hintergrund arbeitet. Vor allen Dingen ist es ja interessant, dass ich das Gleiche als diese Verbindung zu dem österreichischen Fall bei mir auch aufgekommen. Nein, weil... Für mich ist das schlimm, sowas zu hören, weil ich das nie so gesehen habe. Nein, weil da das thematisiert ist, dass es diese enge Verbindung zwischen Täter und Opfer gibt. Das die ist auch ganz furchtbar, nicht eine enge Bindung, das ist eine Obrigkeitsbindung, würde ich so oder sagen. Oder so, die aber auch enge ist natürlich. Ja, natürlich, du machst ja alles, was der will. Man macht alles, was der will, alles. Wir werden mal überlegen jetzt. Du bist natürlich jetzt schon sehr therapieerfahren und bist auch therapieenttäuscht. Ich mache auch gar nichts mehr, weil mich versteht keiner. Na, so darfst du nicht rangehen an die Sache. So, das glaube ich nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt zu dir nicht gesagt, ich verstehe dich nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ein Mensch das überhaupt begreifen kann, weil du kommst auf einem ganz anderen Leben als ich. Ja, trotzdem. So, und insofern besteht auch die Chance, dass du auf einen psychologischen, psychiatrischen Fachmann triffst, der in ähnlicher Weise reagiert und mit dem du gut könntest. Wir werden mal im Hintergrund etwas überlegen und rufen dich gleich nochmal an, Pia. Mal sehen, vielleicht kriegen wir irgendwie eine Idee für dich. Nur eine Idee. Es wäre vielleicht nicht schlecht, deswegen habe ich auch angerufen, weil ich in meinem Leben so viel erlebt habe. Auch da sind ja so kleine Ausschnitte nur. Wenn ich deine Sendung höre und die 25-jährigen Mädchen und Jungs bei euch anrufen und wenn die da von ihren Sachen erzählen, ich wäre froh, wenn ich so Probleme hätte. Na gut, aber für jeden ist ein Problem immer intensivste, ja. Ja, aber... Wir werden es so machen, Pia. Du legst sie bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich danke dir trotzdem. Deine Sendung ist sehr schön für Leute, die Rat aufsuchen. Ich finde das toll. Ich möchte ein Autogramm haben, bitte. Sehr gerne. Das schicken wir dir. Sagst du gleich die Anschrift. Ich wünsche dir sehr viel Glück und sehr viel Gutes. Ich werde das schon schaffen irgendwie. Tschüss, Pia. Okay, ciao. Danke dir. Ne? Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, morgen ist Thementag. Morgen heißt unser Thema, ich habe es geschafft. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die so richtig frei weg von der Leber sagen, ja, ich habe es geschafft. Leute, die zum Beispiel mit 30 schon ihre erste Million erarbeitet haben und sagen, ich habe es geschafft. Oder Leute, die eine lebensbedrohliche Erkrankung überstanden haben, wo vielleicht ganz viele schon vorher gesagt haben, nee,
das wird nichts mehr. Aber ihr habt es geschafft. Und ihr sagt, ja, ich habe es geschafft, weil ich daran geglaubt habe oder weil ich die Therapie vorgezogen habe, die alle, wo alle abgeraten haben und so weiter. Oder Leute auch, gerne mit Leuten, die aus einer extremen politischen Gruppierung oder aus einer Sekte ausgestiegen sind. Vielleicht auch mit großen Schwierigkeiten und die dann im Nachhinein jetzt auch sagen, ja, ich bin sehr, sehr, sehr froh und sehr stolz und sehr glücklich. Ich habe es geschafft. Also, das Thema morgen. Ich habe es geschafft. Wenn ihr euch da angesprochen fühlt und gerne mit mir sprechen wollt, ich würde sehr gerne mit euch sprechen, dann meldet euch rund um die Uhr per Mail, domian@wdr.de plus eure Telefonnummer, damit wir euch zurückrufen können und gerne ab 0 Uhr morgen anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Ich habe es geschafft. Herzlich willkommen, Maria. Maria ist 45. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Maria. Ja, ich habe es deinen Kollegen auch gesagt. Ich weiß nicht genau, wo ich damit anfangen kann. Sag mal einfach so ein Stichwort. Mein Lebensgefährten hat eine Beziehung mit meiner Tochter gehabt, nebenbei geführt. Wie alt ist die Tochter? Inzwischen ist sie 24. Ja. Und als dein Lebensgefährte die Beziehung geführt hat mit deiner Tochter, wie alt war deine Tochter da? 20. 20, vor 4 Jahren. Mhm. Ja. Bist du mit diesem Mann noch zusammen? Nein, ich habe mich vor 8 Monaten von ihm getrennt, in dem Sinn getrennt, er sieht es nicht als Trennung, weil ich ausgezogen bin und ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Mhm. Und wie lange hatten die denn eine Beziehung miteinander? Ja, es fing, ja, vielleicht nach 1,5 Jahren, nachdem ich mit ihm zusammen war. Also, und wie lange hielt diese Beziehung an zwischen den beiden? 4 Jahre. 4 Jahre? Er hat die Beziehung also nebenbei geführt. Und dann hast du dich jetzt erst vor 8 Monaten getrennt von dem? Ich habe es auch erst vor 8 Monaten erfahren. Ach so, verstehe. Ja. Verstehe. Wie hast du es erfahren? Er hat es mir gebeichtet. Und sind die beiden noch zusammen, deine Tochter und er? Nein. Auch nicht mehr? Das Problem ist, meine Tochter streitet das ab, wenn ich immer versucht habe, darüber zu reden. Ach, also er kommt zu dir und beichtet nach 4 Jahren, sagt er hier, Maria, ich habe eine 4-jährige heimliche Beziehung mit deiner Tochter. Ja, eigentlich sagte er mir, dass er wollte schon oft darüber mit mir sprechen, weil ihm das ja geprägt hat. Es hat ihn halt kaputt gemacht. Ich habe es auch gesehen, weil er war total verändert. Aber Maria, da muss doch für dich eine gar nicht mehr zu beschreibende Welt zusammengebrochen sein. Ja, das versteht er eben. Das ist der Punkt, wo er eben nicht versteht. Nein, ich frage dich, es muss doch für dich eine Welt zusammengebrochen sein, als du das erfahren hast. Ja, sicher. Ich mache mir selber Vorwürfe, dass ich das auch nicht gesehen habe. Ich habe nie was davon gemerkt. Und also er hat sich dir gegenüber... Ja, wir hatten oft Streit. Mhm. Wir hatten natürlich auch sehr schöne Zeit, wo er meint, ich habe die schöne Zeit vergessen. Aber es ist nicht so. Ich habe natürlich auch die schöne Zeit mit ihm nicht vergessen, aber wir hatten auch viel Streit. Mhm. Wir haben gerade über so viele Jahreszahlen gesprochen, da sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Lass mich mal fragen, da kann ich es mir noch besser vorstellen. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen? Also ich habe ihn 2003 kennengelernt. Wie viele Jahre warst du mit ihm zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. Und von diesen 5 Jahren war er 4 Jahre mit deiner Tochter zusammen? Er war meine Tochter hat bei uns gelebt. Ja, ist ja egal. Also 4 Jahre ist da was gelaufen. Ja, nebenbei. Nebenbei? Also fast die ganze Zeit, während ihr zusammen wart, ist da was gelaufen. Ja, genau. Und, wie denkst du denn über deine Tochter, dass sie das gemacht hat? Ich kann das nicht verstehen. Aber du glaubst es ihm schon, dass es passiert ist? Ich glaube es ihm, auch wenn sie es mir abstreitet. Eben, sie streitet es ab, aber dennoch glaubst du es. Ich glaube es, ja, ich glaube es. Also alle Beweise, Indizien deuten darauf hin, dass es so stimmt. Ja, weil wenn man dann das hört und man denkt dann an die Zeit zurück. Ja. Mhm. Da wird einem dann vieles klar. Und dann gibt es Blitzen. Und die Tochter
streitet es radikal ab. Sie streitet es radikal ab. Wie erklärst du dir das? Ich denke mal, sie schämt sich. Sie schämt sich. Bedauert das sicherlich. Hast du jetzt deine Tochter verloren und deinen Freund? Nein, meine Tochter habe ich nicht verloren, nein. Du hast weiter Kontakt zur Tochter? Ich habe weiter Kontakt zur Tochter, weil ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Es ist meine Tochter. Mhm. War das, wie dein Ex-Mann, Freund das gesagt hat, war das eine reine sexuelle Geschichte oder waren die verliebt ineinander? Es ist halt so, Damien, also wo ich meinen Freund kennengelernt, war er sehr energisch. Er war 50 damals, er war sehr, 49, energisch, gesund, muss ich sagen, weil ich habe ihn auch natürlich in meine Beziehung, in die Beziehung mit ihm habe ich ihn sehr viele Probleme ungewollt mitgeführt, ja, mit in die Beziehung mit reingenommen. Ne? Meine Probleme hat mir sehr viel geholfen in viele Sachen. Ja. Und dann ist es passiert, dass er zweimal einen Herzinfarkt bekam. Mhm. Und habe ich das nicht so gut. Er sagt, ich habe das nicht. Sagt zu mir, ich habe das nicht richtig realisiert, was mit ihm eigentlich geschehen ist, dass er sich nicht mehr den Mann gefühlt hat, wie er eigentlich war. Aber die Frage war. War das eine Liebesbeziehung oder eine reine Sexgeschichte zwischen den beiden? Es fing ja mit einer Sexbeziehung an. Ich meine, der Altersunterschied war ja auch enorm. Ach sicher. Dass er sicher Lust auf ein junges Mädchen hatte. Ich habe es ihm auch gesagt. Wo wir uns auch nicht einigen können, denn er sagt, es ist kein Unterschied, ob es einmal ist oder. Es weiter. Hast du vor 8 Monaten dann von dir aus gesagt, ich trenne mich? Aber ich sage, Domian, sorry, ich sage einfach, es ist ein Unterschied, weil wenn du zu mir gleich gekommen wärst, weil ich verstehe, du bist Mann, du musst dich bestätigen, weil er hat gedacht, mit ihm stimmt sexuell nichts mit mir. Weil vielleicht liegt es an mir, dass es bei ihm nicht mehr so ist, wie es eigentlich sein müsste. Das mag alles sein, aber es ist eben nicht eine Entschuldigung. Meine Frage nochmal. Ja. Hast du dich von ihm getrennt oder er sich von dir? Ich habe mich von ihm getrennt. Ja. Mit klarer Ansage und es gibt keinen Kontakt heute mehr. Nein, weißt du, Domian, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich habe den immer noch gern gehabt. Ich habe ihn gern gehabt. Oder hast du ihn immer noch gern? Ich habe ihn immer noch gern. Das verstehe ich nicht. Ja. Ach, Maria. Ja, eben. Das verstehe ich wirklich nicht. Was für Träumen lebst du? Du idealisierst irgendetwas und blendest eine ganz schlimme Realität aus, dass der Mann dich 4 Jahre mit deinem eigenen Kind betrogen hat. Pfui, sage ich da nur. Ja gut, ich muss sagen, ich habe ihn auch einmal betrogen. Ich habe ihn einmal betrogen, weil... Das macht sein Verhalten nicht besser. Das ist dann ein anderes Thema, was dich anbelangt. Ich habe mich nicht mehr geliebt gefühlt. Also war doch irgendwas dran. Ja. Ich habe mich nicht mehr attraktiv gefühlt. Ich habe mich nicht mehr geliebt gefühlt. Und dann habe ich diesen Mann kennengelernt. Ja, und wo er das dann erfahren hat, habe ich natürlich mit diesem Mann abgeschlossen. Obwohl er mir das nicht glaubt, immer heute noch nicht. Was glaubt er nicht? Dass ich damals mit diesem Mann, wo ich diese Beziehung hatte, abgeschlossen habe, weil ich heute, wieder Kontakt zu dem habe. Du hattest damals einmal was mit diesem Mann? Ja, ich habe einmal mit ihm. Ja, müssen wir gar nicht drüber reden, finde ich jetzt völlig nebensächlich. Und ich finde es auch unfassbar, dass er das eine Mal aufgreift, nachdem er so viel Dreck am Stecken hat. Jetzt Hand aufs Herz, unter uns beiden. Hast du noch Sehnsucht nach deinem Ex-Mann, Ex-Freund, mit dem du 5 Jahre zusammen warst? Sehnsucht. Ich
kann das nicht vergessen, was er getan hat. Ich könnte auch niemals vertrauen. Ich habe es ihm gesagt. Er sagt, er könnte mir, er will sich ändern, er will es mir beweisen. Ich finde das wirklich unfassbar dreist, dass ein Kerl, der ist jetzt, wie alt ist er? Der ist jetzt Mitte 50, 60 bald, ne? Der tut einer Frau so etwas an, über einen Zeitraum von 4 Jahren, und wagt dann den Satz, ich kann mich ändern, ich will es dir beweisen. Da fasst man sich doch an den Kopf. Was ist denn das für ein Kerl? Was mutet der dir denn zu? Das ist ja schon eine Beleidigung, so einen Satz überhaupt zu sagen. Der müsste sich davon machen, für immer weg. Der muss vollkommen weg aus deinem Umfeld, was der gemacht hat. Dann noch zu sagen, ich kann mich ändern, finde ich unglaublich. Weißt du, deine Tochter war erst 19 Jahre alt. Gut, da ist man auch erwachsen und weiß auch, was man tut. Insofern, finde ich, trägt sie auch eine Schuld an dem, was da geschehen ist. Natürlich. Aber die Hauptschuld trägt er. Er war, wenn du sagst, es war ein sehr kraftvoller, massiver, dominanter Mann. Ja, nicht dominant, er war... Selbstbewusst. Also wie ist ein Mann, bevor er einen Herzinfarkt ist? Also sexuell war er total tipptopp, super. Ja, ja. Aber seit dann diesen Herzinfarkt passiert ist, ist klar, es wird nicht mehr so wie vorher, weil sehr viele Medikamente zu sich, ne? Jetzt hast du mich heute angerufen, Maria. Ja. Was ist genau der Grund deines Anrufes? Der genaue Grund? Der Grund ist, dass... ich habe jetzt, wie ich schon sagte, mit diesem Mann, wo ich ihn betrogen hatte, habe ich heute Kontakt. Der Mann sagt auch, er liebt mich. Mhm. Ja. Er möchte mich und... Ja, und? Ja, es ist echt... und ich habe mein Ex-Freund, er versucht halt mit allen... Mittel, wo ihm halt noch die Kraft hat, mich wieder zu sich zu bekommen, ja. Obwohl ich ihm schon gesagt habe, es kann nicht mehr. Ich verstehe. Es kann nicht mehr sein. Wie oft habt ihr denn noch Kontakt miteinander, du und dein Ex? Der ruft mich jeden Tag an. Ruft dich jeden Tag an? In den letzten Tage ruft er mich sehr oft an. Für ihn, er sagt, ich habe ihm kein, wo ich ausgezogen bin, habe ich ihm nicht ein eindeutiges Plus gegeben. Gut, ich habe immer mit ihm Kontakt gehabt. Ich meine, ich finde, Maria, pass mal auf. Ich finde, dass du da jetzt viel, viel radikaler sein musst. Ich finde, dass du, wenn du dich in diesen anderen Mann verliebt hast und du mit dem gut auskommst... Ich bin nicht verliebt, aber ich habe ihn gern. Okay, also dann, wie auch immer, lass dich so, dass du dich auf diesen Kontakt einlassen kannst. Man weiß nicht, was daraus wird, vielleicht sogar noch was Intensiveres. Ja gut, aber mein Freund, der hat mir heute gesagt, er stellt seine Tablette ab. Und der droht mit Selbstmord? Ich habe ihm gesagt, das kannst du nicht machen. Und er hat gesagt, das darfst du auch nicht erzählen. Du bist meine Frau. Wenn du mich als Freund noch siehst... Maria, ich finde es infam, wirklich, dass der dich jetzt auch noch mit so einer dreckigen Erpressung überrollt. Ich würde mich überhaupt nicht darauf einlassen. Geh überhaupt nicht mehr ans Telefon, wenn er anruft. Mach einen Strich. Ich habe Schuldgefühle. Nein, du brauchst keine Schuldgefühle haben. Du lieber Himmel nochmal, was ist da geschehen? Hat mir so viel geholfen in meinem Leben. Gut, er hat ja auch viel zerstört. Ja, das weiß er auch. Und irgendwann ist die Vergangenheit Vergangenheit. Ich habe ihm auch gesagt, es wird mir auch in meine nächste Beziehung sehr viele Probleme mit mir bringen. Ja, natürlich, natürlich. Ich muss das auch alles verarbeiten und... Ich sage dir, von meiner Warte aus, wie ich es jetzt so empfunden habe und gehört habe, finde ich, dass alles Recht der Welt auf deiner Seite ist, dass du keine Schuldgefühle haben musst, dass du dich auf diese neue Beziehung, wenn es auch nur eine freundschaftliche Beziehung ist, sehr gerne einlassen solltest und dass du mit diesem Ex-Freund radikal brechen musst. Und lass dich nicht beeindrucken von wegen, ich setze meine Tabletten ab. Das finde ich schäbig, so ein Verhalten, wirklich. Mein Herz, der rast so sehr. Mhm. Maria, jetzt habe ich sehr, sehr harte Worte gebraucht. Aber ich meine es wirklich ehrlich und ich meine es in deinem Sinne, dass du aus diesem Sumpf da rauskommst. Ich meine es wirklich sehr von Herzen. Jetzt rennt mir so ein bisschen meine Zeit hier weg. Ja. Ich möchte, dass wir in Ruhe im Hintergrund noch weiter darüber sprechen. Ja. Ja? Auf
jeden Fall. Auf jeden Fall, sehr gerne. Mhm. Das heißt, du legst auf und ja. Wir werden uns gleich, vielleicht nicht sofort, aber auf jeden Fall in den nächsten 10, 15 Minuten bei dir melden. Mhm. Ja? Okay. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss. Wilhelmina ist hier, mit dem schönen Namen Wilhelmina 69. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich möchte noch mal gerne zurückkommen auf das Thema Sterben. Sterben, ja. Ja, da war vor kurzem die Dame, die so lange gewartet hat, bis ihr Mann abgeholt wurde. Ja, vorige Woche war das. Ja, vorige Woche war das. Jetzt möchte ich mal meine Erfahrungen darüber sagen. Mhm. Weil ich es so wichtig finde, dass wir wieder lernen, mit unseren Toten umzugehen. Mhm. Das haben wir ja total verlernt. Mhm. Mein Mann ist nachts um 4 Uhr gestorben. Ja. Ich habe dann erst um 6 Uhr den Arzt angerufen. Mhm. Und ich habe diese 2 Stunden mit meinem Mann alleine, so komisch wie es klingt, ich war selig, ich war glücklich, dass ich nur mit ihm alleine da war. In deiner Wohnung? In deiner Wohnung. Mhm. Er hat 8 Jahre lang hier im Wohnzimmer gelegen. Mhm. Und wir hatten dann das Zimmer ein bisschen umgeändert. Und ich sitze genau auf der Couch, wo sein Bett gestanden hat und wo er dann auch gestorben ist. Und ich fühle mich da in dieser Ecke einfach geborgen. Mhm. Weil die Dame sagte, sie hat ja schreckliche Angst, da auf ihr Zimmer zu gehen. Mhm. Und das ist irgendwie, ist das wirklich so schade. Mhm. Ich habe dann auch erst um 8 Uhr diese Beerdigungsinstitut angerufen. Mhm. Und die sind dann auch erst gegen 10 Uhr gekommen. Mhm. Wir haben meinen Mann zusammen gewaschen. Mhm. Ich hatte in die Zeit, wo ich mit ihr allein war, für ihn gebetet. Ich habe ihm alles Gute gewünscht, Kerzen angemacht. Mhm. Das war so schön, dass es ist für mich einfach ein Bedürfnis, um das immer wieder zu erzählen. Ja, war das für dich auch eine ganz besondere Form und intensive Form des sich Verabschiedens? Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Mhm. Jetzt muss ich so sagen, ich hatte auch vorher alles schon geregelt. Die ganze Beerdigung, die Karte ausgesucht, die Tage, auch bis zur Beerdigung, die waren dann auch von so einer Ruhe erfüllt, weil alles schon geregelt war. Dein Mann war sehr schwer krank. Ja, der war 8 Jahre lang krank. Das heißt, man hat mit dem Tod gerechnet. Ja, und es war das, sogar dann irgendwann eine Erlösung, dass er gestorben ist. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das macht natürlich auch einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Dann ist bei der Anruferin vorige Woche war es ja ein großer Schock. Mann war ja kerngesund. Und ich kann das verstehen, was du sagst, dass dieses sich verabschieden und auch bei dem Toten zu sitzen etwas sehr Tiefes, sehr Wichtiges ist. Wichtiges. Aber mein Mann sollte auch zu Hause bleiben. Die hatten auch diese Kühlaggregate mitgebracht. Aber leider war der körperliche Zustand meines Mannes nicht mehr so, dass er zu Hause bleiben durfte. Aber mir hat neulich jemand im weiteren Bekanntenkreis etwas erzählt. Da war ein Anverwandter im Krankenhaus verstorben. Und die Frau hatte genauso ein Bedürfnis, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Und dann hat der Bestatter den verstorbenen Mann aus dem Krankenhaus in die Wohnung zurückgebracht. Ja, ja. Und dann hat der Mann einen Tag in der Wohnung noch gelegen. Ja, ja. Und dann kam er erst dann zum Bestatter. Und sie sagte auch zu mir, dass das etwas ganz Wichtiges für sie gewesen ist. Das ist so wichtig, dass die Leute heutzutage wieder versucht beizubringen. Mhm. Wie wichtig es ist, dass man nachher eine Zeit hat, um sich in Ruhe von jemand zu verabschieden und nicht sofort diese schreckliche Hektik, die da anschließend kommt. Weißt du, Wilhelmina, ich glaube, dass dann muss man sich auch ein bisschen vorher mit der Thematik beschäftigt haben. Ja, und das ist das eben, was wir ja verlernt haben heutzutage. Mhm. Es wird alles von einem abgeschoben. Und es ist so schade, sag mal, ich war mit meinem Mann 45 Jahre zusammen. Mhm. Sag mal, ich habe doch diesen Mann geliebt. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich dann nachher
Angst haben muss, wenn er tot ist. Ist doch mein Mann, den ich geliebt habe. Ich beglückwünsche dich wirklich zu dieser Haltung und zu dieser Einstellung, weil ich glaube, dass du damit sehr gut so zurechtkommst und leben kannst. Aber was meinst du, für wie viele Menschen das schwer ist, wenn ein Angehöriger in der Wohnung verstorben ist, dann wieder in dieses Zimmer zu gehen, vielleicht das Bett zu sehen und so weiter. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Menschen große Probleme mit haben. Ja, ich meine, die Probleme habe ich auch. Mhm. Ist auch für mich jetzt nicht einfach. Mhm. Mhm. Aber ich denke immer so, es war doch mein Mann. Mhm. Ich habe doch 45 Jahre lang diesen Mann geliebt und wir haben uns geliebt. Mhm. Dann ist es für mich doch selbstverständlich, dass das dazugehört. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön, was du sagst und sehr, sehr richtig. Ich finde es rundherum richtig, was du sagst, Wilhelmina. Ja. Und das wolltest du uns auch gerne hier nochmal so in der Öffentlichkeit sagen. Ja, eben. Ich wollte nur mal gesagt haben, wie wichtig das ist, dass man versucht, ein paar Stunden für sich zu haben und nicht sofort. Sag mal, wenn es muss, dann muss es, aber wenn ich weiß, da ist nichts mehr dran zu Ende, nicht sofort den Arzt anzurufen, nicht sofort ein Beerdigungsinstitut anzurufen, aber alles in Ruhe und diese schöne Verabschiede, das bleibt einem so dabei. Und ich kann auch nicht verstehen, was denn da für Schreckliches dran ist. Es ist ja doch mein Mann, der da liegt. Vielleicht kann man auch noch sagen, dass man den Tod des Angehörigen noch besser begreift, wenn man eine Weile bei ihm gesessen hat. Ja. Ich habe auch am letzten Morgen von der Beerdigung bin ich alleine zum Institut hingegangen, ganz allein. Ich wollte niemand dabei haben. Ich habe mich noch mal ganz alleine von meinem Mann verabschiedet. Es war auch für mich schrecklich, aber ich bin so froh, dass ich es so gemacht habe. Und es ist wirklich ein Bedürfnis. Ich erzähle es immer wieder, wie wichtig das ist. Ich freue mich sehr, dass du es uns auch erzählt hast, Wilhelmina. Das freut mich sehr, dass du durchgekommen bist und uns das erzählt hast. Ich bin ganz deiner Auffassung und fand das sehr schön, was du gesprochen hast. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und alles Liebe. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dir auch. Alles gut. Dankeschön. Tschüss. So, liebe Leute, nochmal der Verweis und Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich habe es geschafft. Ich möchte ja mit Leuten reden, die so richtig von Herzen sagen, ich habe es geschafft. Vielleicht in sehr jungen Jahren eine ganz tolle Karriere hingelegt. Vielleicht in sehr jungen Jahren sehr viel Geld schon verdient. So mit 25, 30 gibt ja so Leute, schon die erste Million verdient haben. Oder Leute, die eine sehr schwere Erkrankung hatten. Alle hatten schon die Hoffnung aufgegeben, aber ihr habt es geschafft. Wie auch immer, das wäre sehr interessant dann zu erfahren hier und wenn ihr mir das erzählen würdet. Oder vielleicht wart ihr lange gefangen, im Nachhinein seht ihr das so, gefangen in einer extremen politischen Gruppierung oder in einer Sekte und habt es geschafft, da rauszukommen. Und seid heute auch zu Recht dann stolz, dass ihr sagt, ich habe es geschafft, mich davon zu befreien. Das ist unser Thema morgen. Ich habe es geschafft. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr morgen anrufen. 0800 220 5050 oder natürlich sehr gerne auch rund um die Uhr mailen. domian@wdr.de. Jetzt begrüße ich herzlich den Burkhard und Burkhard ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Burkhard, guten Morgen. Was gibt's? Was ist dein Thema? Ich wollte mit dir über ein Krankheitsbild reden, von dem ich auch betroffen bin, was wahrscheinlich schon recht weit verbreitet, aber wenig bekannt ist. Ja, was ist das für ein Bild? Das chronische Erschöpfungssyndrom. Chronisches Erschöpfungssyndrom? Ist das sowas wie Burnout, dass man so völlig ausgepowert ist und irgendwie keine Kraft mehr hat? Ja, also von den Symptomen scheint das erst ziemlich ähnlich und deswegen wird es halt oft auch damit verwechselt und das ist das Problem, dass man dann oft auf die psychosomatische Schiene ziemlich schnell geschoben wird. Also das, worüber du sprechen willst, ist etwas anderes. Ja, das ist auch unter dem englischen Namen Chronic-Fatigue-Syndrom etwas bekannter vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja. Ist das eine psychiatrische Erkrankung? Nein, es ist wahrscheinlich eine neuroimmunologische Erkrankung, aber das ist halt alles noch nicht so abgeklärt und da gibt es halt auch viele Diskussionen auch unter den Ärzten zu. Aber es ist als Krankheitsbild akzeptiert in der Medizin? Es ist
sehr umstritten und in Deutschland ist es von vielen Medizinern leider noch nicht akzeptiert. Ach so, dann, ich gehe mal davon aus, dass du von dieser Erkrankung betroffen bist. Ja, leider. Wie macht sich diese Erkrankung deutlich? Wie zeigt sie sich? Also bei mir ist es mittlerweile, dass die Erschöpfung ziemlich extrem ist. Also ich brauche nicht nur viel Schlaf, 9, 10, manchmal auch 12 Stunden, sondern ich brauche halt nach jeder kleinen Anstrengung irgendwelche Ruhepausen oder verbringe oft halt mehr oder weniger einen Großteil des Tages im Bett. Ach so, das heißt, da ist nicht nur der Geist erschöpft, so wie bei dem Burnout-Syndrom, sondern der Körper ist auch immer erschöpft. Ja, das ist eines der ganz großen Probleme, dass der Körper auch extrem erschöpft ist. Obwohl du körperlich eigentlich gesund bist, die Organe funktionieren alles und du... Also findet sich halt kein Hinweis. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Einkauf machst, kannst du das? Meistens schaffe ich das noch, aber oft fehlt mir auch das zu viel. Also nehmen wir mal an, der Supermarkt ist gleich um die Ecke und du würdest nur ein paar Kleinigkeiten kaufen und wärst eine halbe Stunde weg. Wie würdest du dich danach fühlen? Total gerädert und fertig, als wenn ich früher so eine 150 Kilometer Radtour gemacht hätte. Und müsstest dich dann gleich wieder hinlegen und ausruhen und schlafen? Ja, schlafen weniger, aber ausruhen. Also hinlegen oder ausruhen. Wie ist es bei geistigen Anstrengungen, wenn du zum Beispiel ein Buch liest? Bist du da auch sehr schnell erschöpft? Ja, das geht meistens auch nur eine halbe Stunde, an besseren Tagen auch mal eine Stunde oder ein bisschen länger. Aber es gibt auch Tage, da gehen mir einfach die Buchstaben und die Worte weg und ich kann nichts vernünftig lesen. Hast du die Kraft, die Konzentration im Fernsehen, einen ganzen Film dir anzugucken? Also im Fernsehen geht meistens relativ gut, vor allen Dingen, wenn da nicht zu viel schnelle Schnitte oder ähnliche Sachen sind. Da kann man ja im Notfall auch noch den Videorekorder anschmeißen. Aber Kino ist schon ein echtes Problem. Du bist 38 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Wie lange hast du schon diese Erkrankung? Also die ersten Probleme, das kam bei mir so langsam und phasenweise, waren wahrscheinlich so 99, 2000. Und im Sommer 2002, da hatte ich so den richtig großen Zusammenbruch. Und seitdem geht eigentlich kaum noch was. Ist wahrscheinlich dann aber auch wirklich sehr schwer, auch für einen Arzt zu diagnostizieren, wenn man sagt, ich fühle mich einfach immer schlapp und müde. Ja, das ist halt das ganz große Problem, was man damit hat. Auch also einmal in Bezug auf eine entsprechende Diagnostik zu bekommen, aber auch andersrum dann, wenn du wegen Verrentung oder Ähnlichem mit Gutachtern zu tun hast. Dann hattest du damit schon zu tun? Ja, blieb mir ja leider nichts anderes übrig. Ach, das heißt, du bist schon mit 38 jetzt verrentet? Ja, vorübergehend. Vorübergehend, das heißt aber wiederum für mich dann auch, dass man das sehr ernst nimmt, was du hast und diese Erkrankung sehr ernst nimmt. Also ich musste sagen, ich habe einen sehr guten Facharzt und Neurologen gefunden und der mich da relativ gut unterstützt. Und ich kenne halt andere Betroffene, bei denen sich das noch viel länger zieht. Und dieser Neurologe, mit dem du zu tun hast, der ist davon überzeugt, dass dieses ein neurologisches Krankheitsbild ist. Ja, der ist recht stark davon überzeugt, aber so hundertprozentig sicher ist er auch nicht. Er sagt nur, wir haben alles ausprobiert, was wir an Therapiemöglichkeiten haben. Ich frage es nochmal so, organisch, wahrscheinlich hat man ja alle möglichen Untersuchungen bei dir durchgeführt, man kann nichts erkennen. Keine echte Auffälligkeit. Gar nichts. Seelisch auch keine besondere Auffälligkeit. Nein, also sonst wäre es ja eine psychische Erkrankung. Ja, ich frage es nur mal so ab. Ja, natürlich leidet man mit den Jahren bei so einer chronischen Erkrankung und wenn man dann diese starken Verständnisprobleme hat. Ja, vor allen Dingen, das war gerade mein Gedanke, als du das erzählt hast. Vereinsamt man nicht bei so einer Erkrankung, wenn man ständig erschöpft ist? Ja, ziemlich. Also da bin ich froh, dass es Telefon und Internet gibt, um noch so ein bisschen Kontakt zu halten. Das heißt, du lebst alleine? Ja. Ja. Aber auch mehr schlecht als recht. Also mir wächst eigentlich das alles mehr über den Kopf. Und ich weiß auch nicht, wie lange das noch gut geht. Was heißt das? Ja, weiß ich nicht, weil ich, wie gesagt, nicht mehr vernünftig in der Lage bin, den Haushalt dauerhaft zu führen und mich um sowas zu kümmern. Und ich muss mal sehen, wie ich das auf Dauer irgendwie organisiert kriege, wenn es weiter schlechter geht. Ach so, das war jetzt aber nicht so ein versteckter Hinweis für mich, dass du deines Lebens müde bist.
Nee, das eigentlich nicht. Das nicht. Mhm. Hattest du denn, als die Krankheit begann, warst du da in einer Beziehung? Nein. Nein. Haben sich die Freunde von dir, hattest du vorher Freunde? Ja, klar. Haben die sich auch eher verabschiedet so im Laufe der Jahre? Viele so im Laufe der Jahre oder zurückgezogen, manche auch gleich so ganz am Anfang. Mhm. So komische Erkrankungen und möchte man ja nichts mit zu tun haben. Ja, und du bist ja auch nicht so ein attraktiver Freizeitgestalter dann, weil mit dir kann man dann ja nicht so viel unternehmen und das wird den einen oder anderen sicher dann auch abbremsen. Ja, im Laufe der Jahre auf jeden Fall. Wie viele Menschen hast du denn um dich herum jetzt noch, wenn du ganz streng mal guckst, mit denen du noch einigermaßen nahen Kontakt hast? Ich habe meine Eltern, ich habe noch einen Bekannten, mit dem ich mich mal ab und zu treffe, und noch ein paar Leute, die ich über das Internet kenne und denen ich mal auch mal telefoniere. Mhm. Das heißt, im Internet bist du schon aktiv? Ja. Ja. Hast du denn mal nach Gleichgesinnten gesucht im Internet? Ja, da gibt es auch einiges. Es gibt auch sogar einen Bundesverband für diese Erkrankung. Mhm. Der heißt Fatigatio. Ja, hast du da schon mal Kontakt aufgenommen? Weil das ist ja, habe ich. Ist das interessant für dich? Hilft dir das weiter? Ja, einerseits hilft es natürlich weiter, wenn man mitbekommt, dass es auch andere Erkrankte gibt, die dieselben Probleme haben. Mhm. Andererseits ist es natürlich auch mal deprimierend mitzubekommen, dass die anderen auch keine Möglichkeit sehen, irgendwie wirklich nach vorne zu kommen. Mhm. Das heißt, du hast so irgendwie das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken im Moment. Ja, ganz heftig. Bemerkst du denn, dass diese Erkrankung schlimmer wird im Laufe der Jahre? Bist du noch schneller erschöpft heute als vor einem Jahr? Also ich habe so das Gefühl, es ist aber immer schwierig zu sagen, bei mir verläuft es auch immer so ein bisschen Phasen. Also es gibt Zeiten, Wochen oder so, da geht es mir ein bisschen besser und es gibt Zeiten, da geht es mir ziemlich schlecht, wo ich auch überhaupt nicht rauskomme oder so. Und du hast gerade schon gesagt, Stichwort so Wohnung, Haushalt, das machst du alles allein oder unterstützen deine Eltern dich? Meine Eltern unterstützen mich da noch ein bisschen. Aber im Prinzip bist du den ganzen Tag zu Hause und schleppst dich so durch die Zeit. Ja, das ist so die meiste Zeit. Ja, das kann natürlich auch dann auf die Seele drücken, wenn man gar keine Perspektive hat, keine Hoffnung hat. Und ja, das ist das Hauptproblem, die Perspektive. Und irgendwie im Laufe der Jahre schwindet sie immer mehr. Es gibt keinerlei Therapie, keine Medikamente, gar nichts. Also im Moment noch nicht. Also das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, dass die Uni in Stanford da einen Medikamententest gestartet hat, aber... Also weltweit ist man schon damit beschäftigt, mit diesem Phänomen. Ja, also in den Staaten und England schon deutlich mehr als hier in Deutschland. Du hast mich ja jetzt angerufen. Wolltest du über die Erkrankung so nur mal erzählen? Oder hattest du auch ein etwas Bestimmtes noch, was du wolltest? Also auf jeden Fall wollte ich erstmal über die Erkrankung erzählen, aber... Natürlich hätte ich schon auch noch Interesse an Kontakten oder irgendwelchen Tipps für Unterstützung oder was auch immer. Ja, vermute ich mal, dass du da ganz gut bedient bist, wenn du in dem Forum dich aufhältst von Gleichgesinnten. Aber dennoch biete ich es dir natürlich sehr gerne an, wenn irgendwelche interessanten Tipps kommen. Suchst du denn auch Kontakte zu Menschen, die diese Erkrankung nicht haben? Ja, wenn die Interesse haben, prinzipiell schon. Also gerne erstmal Mail-Kontakt oder Telefonkontakt oder so? Ja. Mhm. Jetzt haben wir beide uns so knapp 10 Minuten unterhalten. Bist du jetzt auch schon sehr erschöpft? Das geht. Also das geht. Heute geht es mir so einigermaßen gut. Und also telefonieren finde ich halt nicht so anstrengend. Mhm. Mhm. Also lieber Burkhard, meine Sendung ist jetzt vorbei. Ich verspreche dir, wenn irgendwas Interessantes kommt, was für dich interessant ist, leiten wir es an dich weiter, in der Hoffnung, dass wir dir vielleicht dadurch ein kleines bisschen helfen können. Was deine Krankheit betrifft, da bist du ja 1000-mal besser informiert als wir. Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören, Burkhard. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Michael Verhoeven. Und unser Thema morgen heißt, ich habe es geschafft. Möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht eine tolle Karriere hingelegt haben, die sagen, ich habe es geschafft, die eine schwere Krankheit überwunden haben und sagen, ich habe es geschafft, die in einer politischen Gruppierung, einer Extremen oder einer Sekte waren und rausgekommen sind und auch sagen, ich habe es geschafft. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, 0800 220 5050 oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis morgen.
Macht's gut. Tschüss.